Hallo und herzlich willkommen bei den Zweckperten. Ich bin Laura und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie ihr euer Kind richtig anschnallt. Und zwar zeige ich euch das jetzt mal, wie das bei Babys und Kleinkindern funktioniert. Hier haben wir jetzt einen 5-Punkt-Gurtsitz. Viele Babyschalen haben einen 5-Punkt-Gurt. Manche haben so einen Y-Gurt, da ist das Ganze dann noch ein bisschen einfacher. Und die Kleinkindsitze haben eigentlich fast alle solchen 5-Punkt-Gurt. Die Kopfstütze haben wir jetzt schon eingestellt. Dazu gibt es ein getrenntes Video, das wir euch auch unten verlinken. Hier geht es jetzt wirklich einfach mal nur ums Anschnallen. So, mein Tipp ist immer, wenn ihr das Kind aus dem Sitz rausnehmt, dann macht den Gurt gleich ganz lang. Also Gurt ganz lang machen, richtig einfach mit der Hand drunter gehen. Vielleicht zeige ich euch das einfach mal, weil dann habt ihr es immer schon schön vorbereitet fürs nächste Anschnallen. So, also ich habe jetzt das Kind drin und möchte, dass es aussteigt. Dann mache ich nicht einfach nur auf und wurschtel das irgendwie raus, sondern ich fasse rein und mache wirklich den Gurt hier ganz lang. Denn dann ist er wirklich auf beiden Seiten gleich lang und das ist für mich dann gleich beim Anschnallen wieder schöner. So komme ich auch gut an das Kind ran und kann das rausnehmen. Wenn ich das Kind jetzt anschnalle, ist natürlich wichtig, ich setze das rein und gucke, dass es wirklich richtig drin sitzt, nicht irgendwie so drin hängt. Und wichtig ist auch, darauf zu achten, wenn ihr jetzt nicht so einen Sitz habt, den ihr zu euch hindreht und dann davor steht, dann erleben wir das häufig, dass die Leute das Kind, so wie es jetzt bei mir ist, ich stehe ja seitlich daneben, die setzen das in den Sitz rein und schnallen das an. Und dann sitzt es so ein bisschen schief. Und wir kriegen oft die Frage, was mache ich denn, wenn meine Gurte ungleich lang sind? Da stimmt was nicht mit dem Sitz. Das geht eigentlich nicht. So wie der Sitz aufgebaut ist, können die Gurte nicht ungleich lang sein. Es liegt eigentlich immer daran, dass irgendwas beim Anschnallen nicht stimmt. Deswegen mache ich das bei meinen Kindern wirklich immer so, dass ich da nochmal drunter fasse, wirklich mit beiden Händen hingehe und den Po einmal in die Mitte rutsche und dann sitzt das Kind gerade und dann ist das Problem nicht mehr da. So, jetzt mache ich natürlich die Gurte über die Schultern. Dabei ist wichtig, wenn das Kind Kapuzenpulli, eine Jacke, was auch immer anhat, das krumpelt sich oft so zusammen. Wenn ich das hier so hochschiebe, dann schiebe ich den ganzen Stoff mit hoch, schnall das Kind an und das rutscht mit dem ganzen Stoff wieder runter. Deswegen ruhig hochnehmen, einmal hier den Stoff ein bisschen rausziehen, fertig. Dann bleibt der Gurt auch auf der Schulter. Das ist wirklich ein Handgriff, der geht ganz schnell und geht dann auch automatisch ohne Nachdenken mit der Zeit. Und dann mache ich erstmal zu. Heißt, ich stecke das hier ins Gurtschloss rein. Klick, logisch. So, wenn ich jetzt einfach nur hier ziehe, dann strafft sich der Gurt hier oben. Aber je nachdem, wie gut das hier durchläuft, kann es sein, dass ich hier noch ganz viel Gurtlose habe. Das ist wirklich gefährlich. Deswegen am besten einmal hier einfach nach oben ziehen. Ja? Dann strafft sich das hier unten und dann kann ich das einfach anziehen. Wie fest? Das ist auch immer so eine Frage. Ich mache das jetzt mal hier ein bisschen zu locker, wie wir das aber oft sehen. Das ist zu locker, das ist der Kneiftest. Ja? Ich kann hier also wirklich problemlos mit zwei Fingern den Gurt zusammenkneifen. Und das heißt, dass das Kind wahrscheinlich im Unfall dort nicht drin bleiben wird. Also ihr müsst nicht ziehen, bis das Kind blau wird, da gibt es solche Witze, sondern einfach nur, bis ich das hier nicht mehr zusammenkneifen kann. Und dann passt das. Dann kann man immer noch mal ein bisschen gucken, ist das okay, ein bisschen ziehen. Das Kind soll sich da drin ja auch wohlfühlen. Ja? Aber so Sachen wie irgendwie eine Handbreite dazwischen, das ist alles ungenau, weil Kinder haben unterschiedlich dicken Bauch und so. Dass hier Luft ist, ist normal. Ja? Aber man sollte das eben nicht mehr zusammenkneifen können. Und dann ist das Kind auf jeden Fall sicher angeschnallt. Und natürlich, wisst ihr ja, sicher anschnallen ist das eine. Und dann rückwärts fahren ist natürlich das andere. Okay, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann meldet euch einfach bei uns. Ihr findet alle Kontaktdaten zu den Läden und auch zum Onlineshop auf zweckperten.de. Bis denn, tschüss!